Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Breath of the Wild Challenge Video. Und zwar sind wir hier im Magnesis Schrein. Und wer die anderen Challenge Videos schon gesehen hat, und ich hoffe eine Menge haben das gesehen, weil das hat so viel Spaß gemacht bis jetzt. Und ich hoffe, das Editing macht euch auch auf jeden Fall Spaß, wie ich das editiert habe. Ich hoffe es nämlich, weil ich würde sonst solche Challenge-Videos nicht machen, denn ich muss ehrlich gestehen, erstens ohne Facecam, zweitens könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was besser ist, mit oder ohne Facecam, würde mich gerne interessieren, und drittens, ich fühle mich halt selbst ehrlich scheiße so. Ich versuche die Thumbnails nicht schon irgendwie auf 0815-Schema zu thumbnailen, nein, zu bearbeiten. Und dass die Challenges an sich gut sind, dass die Cuts gut sind, etc. pp. Weil ich fühle mich halt wirklich selbst fast schon scheiße dadurch, weil sowas ist genau gerade umstritten auf YouTube. Aber ich möchte halt einfach zeigen, dass man auch Challenge-Videos machen kann, die Thumbnails nicht Clickbait sein müssen, Titel auch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Und wirklich die Challenge zu 100% zu zeigen, dass es auch schwer ist oder einem selbst extrem Spaß macht. Aber whatever, genug geredet. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von diesen Challenges sehen möchtet, würde ein Daumen nach oben mich mega freuen. Das soll kein Battlen sein. Das soll einfach nur mir persönlich zeigen, okay, doch, ihr feiert das hart. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und falls ihr neu hier seid, würde mich über ein Abo mega freuen. Denn die Mimsy Gang ist rising. Das wird die beste Community auf YouTube. So. Wir dürfen aber hier Magnesis nicht benutzen. Ja, für die Leute, die Breath of the Wild nicht kennen, ich erkläre es mal wieder. Wir können hier, wie das schon das Spiel zeigt, mit A unser Ziel erfassen und dadurch können wir das mit so einem Magnet in die Luft tragen und bla 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 pp. Also etc. pp. Wir können damit alles wegschieben, wollen wir aber nicht. Denn wir machen das Ganze natürlich ohne. Ne? Wie auch im Titel gesagt, deswegen brauchen wir erstmal die Stasis und hauen hier ein paar Mal drauf, damit das Teil wegfliegt. So, und wir auch ein bisschen. Ist jetzt aber nicht schlimm, kommen wir hier irgendwo schon durch. Und ach ja, für die Leute, die sich fragen, ob ich mir das ausdenke oder was auch immer. Die letzte Challenge habe ich blind gemacht, ja. Ich habe sie mir auch rein theoretisch ausgedacht, aber die gab es schon. Und diese Challenge hier, die gibt es noch nicht. Die mache ich komplett blind. Ich habe aber, natürlich bevor ich sowas mache, mache ich Testruns. Wäre ja dumm, wenn ich das komplett 100% blind mache. So ist das so gesehen, 90% blind. Ich habe getestet, ob das funktioniert, und es funktioniert wirklich. Und ich habe kein Video gesehen, nirgendwo ein Artikel oder ein Post, dass das funktioniert. Denn ich habe hier einen kleinen Glitch herausgefunden. Okay, so funktioniert das schon besser. Wir dürfen nicht ganz dahin. Wir müssen die Kamera perfekt positionieren. Und dann jumpen wir irgendwann dazwischen. Und wenn man das genau timet, natürlich passiert jetzt hier nichts, ne? Alles klar, okay, dann nicht. Okay, dann nicht, Game. Dann nehme ich eben die andere Seite. Die Seite will nicht. Sehr schön, okay. Okay, hier haben wir das erste Mal. Und wir sind runtergefallen. Kann jetzt sich wieder nur um 30 Minuten handeln oder so, wie beim letzten Video. Ich weiß, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt. Es liegt zwar nicht daran, aber ich weiß, woran es liegt. Wir müssen uns nackig machen, versteht ihr? So, daran liegt es, safe. Ich habe das nur ein einziges Mal geschafft, ne? Und no joke, wo ich gestern Abend, also ihr seht das Video eh an irgendeinem Tag, wann ich Bock habe, das zu uploaden, aber wenn ich das aufnehme, habe ich am gestrigen Tag noch einen sicheren Testrun gemacht, um zu gucken, ob es auch wirklich schnell funktioniert. Und da habe ich diesen Trick First Try gepullt. Also wirklich mit dem allerersten Versuch war ich oben. Und jetzt natürlich. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier auch gerade hinstelle? Funktioniert das? Ich glaube nicht, oder? Weil er die Ecke nicht vorhanden ist. Doch, hier funktioniert das auch. Wait, what? Ich war fast im Stein drinne. What the fuck? Okay. Aber ich habe die Steine ein bisschen gelockert, oder? Vielleicht funktioniert das deswegen nicht.
Warte mal, man kann hier mit Anlauf einfach rauf. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass man mit Anlauf hier einfach rauf kann? Diese Ecke ist irgendwie... Die will nicht. Okay, ich merke schon. Muss ich den Dungeon nochmal resetten? Weil hier ist so eine kleine Lücke. Und hier komplett nicht. Ich habe jetzt den Dungeon bzw. diesen Schrein hier eben kurz resettet. Und die Steine sehen, glaube ich, auch schon etwas anders aus. Könnte sein, ich weiß es nicht. Weil ich habe auf jeden Fall nach dem... Ja, okay. Nach dem gestrigen Testrun, wo ich das First Try geschafft habe, einfach im Schrein gespeichert direkt. Und habe dann alles geschlossen, PC ausgemacht, bla 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 und bin pennen gegangen. Aber irgendwie scheint das so... Ich muss mal vielleicht was Besseres tragen. Hier, wir benutzen jetzt Gay. Ich mag das Outfit. So. Damit funktioniert das doch. Safe. Wow. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem liegt. Ja. Yes. Oh. Oh. Nach 9 Trilliarden Sekunden. Holy shit, Mann. Oh. Ich wollte so ein Melee-Dingens machen. Oh my goodness, please game. Yo, jetzt scheitern wir hier dran. Oh my goodness, nach 1 Milliarde Tries, ey, holy shit. Aber ich wollte gerade sagen, vielleicht muss ich mich einfach so positionieren und dann den Shield Surf gedrückt halten und nicht loslassen. Und das war ja, glaube ich, eben gerade auch des Rätsels Lösung. Bitte funktioniert das. Bitte funktioniert das. Es funktioniert. Nice. Wir haben damit unsere dritte Challenge auch bestanden. Richtig geil. Wir haben keine Magnesis benutzt. Richtig geil. Ey, ich bin mega happy, ey. Übelst geil. Das macht so Bock einfach nur, obwohl das mitten manchmal in den Tries, weil man so lange braucht, so den Salt hochsteigen lässt. Aber egal. Egal, wir haben es geschafft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Supports came out, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, auf jeden Fall bitte, was ihr von diesem Format haltet, ob ihr mehr davon sehen möchtet, ob ihr das vielleicht in anderen Spielen sehen möchtet. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Peace.